Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jan und mein Amateurfunkrufzeichen ist Delta Oscar 1 Juliet Papa Lima. Zu dem heutigen Video befinde ich mich mal wieder in meinem heimischen Scheck zum Test einer Transistoreinstufe. Ihr seht sie hier schon im Bild. Es handelt sich dabei um eine Vierband-Transistoreinstufe von KN Elektronik. KN Elektronik wird geführt vom KN Klaus, der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Ich selber kenne die Firma bzw. die Transistoreinstufen schon seit einigen Jahren. Es handelt sich dabei um Transistoreinstufen, insbesondere für QRP-Geräte mit einer maximalen Ausgangsleistung von, ja, bummelig irgendwo so 50, 60 Watt. Um das zu testen, ja, habe ich hier heute mal einiges aufgebaut und ja, nehme euch heute in dem Video mit und zeige euch, was aus der Endstufe rauszuholen ist oder was eben halt auch nicht. Wichtig zu wissen ist, dass die Transistorendstufe bei einer Spannung von 35 Volt die maximale Ausgangsleistung bringt. Von daher verwende ich hier entsprechend ein DC-DC-Wandlermodul. Diese Module sind im einschlägigen Fachhandel oder bei dem ein oder anderen Auktionshaus eurer Wahl für kleines Geld aus Fernost erhältlich. Hier lässt sich, wie gesagt, über ein Drehpotentiometer an der rechten Seite die Spannung entsprechend ja, hochtransformieren. Es ist dort ein Ringkern entsprechend verbaut. Ihr seht es hier, den Aufbau. Mehr brauche ich, denke ich, dazu nicht sagen. So, hier seht ihr jetzt die Transistoreinstufe auch mal von nahem. Ihr seht hier rechts die einzelnen Bandpassfilter, die manuell zu schalten sind. Die Endstufe ist wahlweise über PTT oder VOX anzusteuern. In meinem Fall verwende ich hier die Ansteuerung über die PTT, also mit einem ganz normalen Gin-Stecker. Die Sendeleistung ist entsprechend über einen Drehpoti einstellbar, aber in unserem Fall hier will ich die maximale Ausgangsleistung testen der Endstufe. Von daher ist hier immer alles auf Rechtsanschlag sozusagen. Ansonsten seht ihr links nochmal einen Kippschalter für On und Off. Das war es eigentlich schon, ganz simpel und einfach aufgebaut. Ihr seht rechts hier im Bild einen kleinen Dummy Load. Dieser Dummy Load ist Marke Eigenbau. Ich werde euch hier im Laufe des Videos sicherlich nochmal das ein oder andere Foto von dem Dummy Load einblenden. Das ist ein sehr schöner Dummy Load und den habe ich mir vor einigen Jahren mal gekauft, fertig aufgebaut. Ich weiß nicht, ob es ihn mal als Bausatz zu kaufen gab, ich glaube nicht. Also es ist wie gesagt ein reiner Eigenbau und er ist gedacht für die Leistung, ja, bis 10 Watt oder bis 100 Watt wahlweise. Wie versprochen, hier nun einige Fotos von dem Dummy Load. In meinen Unterlagen habe ich den Hinweis auf Delta Juliet 3 Delta Mike gefunden. Ich vermute mal, dass dieser OM den Dummy Load gebaut hat. Wie ich festgestellt habe, ist dieser OM leider schon Silent Key. Hier zeige ich euch einmal die Endstufe von der Rückseite. Ihr seht hier die jeweiligen Anschlüsse. Links die PTT, dann der Anschluss für den Koax-Stecker Output. In der Mitte die beiden Anschlüsse sind für die Versorgungsspannung der Endstufe. Dann verfügt die Endstufe auch noch über eine eingebaute Sicherung. Und rechts dann entsprechend der Anschluss für das Koax-Kabel. Hier seht ihr noch einmal die technischen Daten zur Endstufe. Geht los mit dem ersten Test auf dem 20 Meter Band. Ich habe, wie gesagt, als Versorgungsspannung für die Transistorendstufe 35 Volt gewählt. Das ist das Maximum, was eben halt der Hersteller vorgibt, um die maximale Ausgangsleistung zu erreichen. Wir sind jetzt hier auf dem 20 Meter Band und wie gesagt, rechne hier mit einer Ausgangsleistung von ungefähr, ja, 50 Watt.
Jetzt gucken wir mal, da tut sich schon was. Ja, wie viel Watt sind das? Jetzt muss ich mal eben selber gucken, anhand der Skala, das ist nicht ganz so gut abzulesen. Das werden so irgendwas um 35 Watt sein, ne? Also 35 Watt auf dem 20 Meter Band, das ist jetzt so das Maximum, was da mit der Endstufe rauszuholen ist. Ich blende euch das mal eben hier ein. Also die Anzeige der Sendeleistung oder der Treiberleistung vielmehr vom Transceiver kommt. Ich habe das jetzt gerade mal hier hochgedreht auf 3%. Das entspricht ungefähr 2 Watt. Vorhin hatte ich das noch auf 1 Watt stehen. Von daher kommt natürlich jetzt auch ein bisschen mehr aus der Endstufe raus. Ihr seht es hier, jetzt sind es ungefähr 45 Watt auf 20 Meter, die da tatsächlich rauskommen mit roundabout 2 Watt. Das ist dann aber auch gleichzeitig die maximale Ansteuerleistung. Geht weiter, QSY auf 30 Meter. Hier direkt ja, eine Steuerleistung von 2 Watt. Und ihr seht, schwuppdiwupps, da geht die Nadel nach rechts. Mit anderen Worten, da komme ich schon 60 Watt aus der Endstufe raus. Nun auf dem nächsten Band, hier jetzt auf dem 40 Meter Band, Steuerleistung wieder 3%, also sprich diese 2 Watt. Der Bandpassfilter ist entsprechend, ja, oder Tiefpassfilter ist entsprechend manuell zu schalten, also dann denken, entsprechend umzuschalten. Ihr seht aber hier und hört, wie sich mein Schaltnetzteil quält. Und seht auch, dass kaum eine Verstärkung da ist. Also das sind jetzt irgendwie mal so bummelig 1-2 Watt, die da jetzt angezeigt werden. Man sieht es, dass die Leistung entsprechend in dem Tiefpassfilter bzw. in der Transistorendstufe ja, verpufft oder verbraten wird, je nachdem. Also findet keine Verstärkung statt. Ich hatte jetzt gerade schon mal ja, ein Video gedreht oder einen Teil fürs Video gedreht und da ist mir das dann auch schon aufgefallen. Und man sieht jetzt halt, wenn man entsprechend den Tiefpassfilter umschaltet, dass da dann sowohl eine Verstärkung statt oder sehr wohl eine Verstärkung stattfindet. Da kommen dann mal eben 80 Watt raus. Aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache, wenn das eigentlich der Tiefpassfilter oder der Bandpassfilter fürs 20 und 30 Meter Band sein soll. Also hier, wie gesagt, seht ihr ja selber, findet keine entsprechende Verstärkung statt. Ich vermute mal, dass da irgendwo in der Endstufe was kaputt ist oder eine kalte Lötstelle ist oder dass da irgendwas nicht richtig funktioniert. Das ist auf jeden Fall offensichtlich und ja, von daher muss ich den Test, den ich jetzt hier mit euch machen wollte, leider an der Stelle abbrechen. Mit ja, einem durchwachsenen Ergebnis, würde ich sagen, ne? So, ich habe jetzt nochmal last but not least auch ein anderes Netzteil angeschlossen, um da die Fehlerquelle auszuschließen, beziehungsweise nicht, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, dass ich ein zu schwaches Netzteil hier verwende für die Endstufe. Also daran liegt definitiv nicht. Ihr seht auch hier wieder, selbst mit einem anderen Netzteil, was sich nicht so quält, da kommt nicht viel an Ausgangsleistung, beziehungsweise wenn ich dann den Tiefpassfilter umschalte, dann ist wieder so ziemlich das gleiche Ergebnis, ne? Also da sind wieder bei roundabout so 70, 80 Watt, die dann da rauskommen, ne? Und das darf ja nicht sein, ne? Dass auf dem 40 Meter Band ja, so wenig Ausgangsleistung rauskommt, beziehungsweise nur was rauskommt, wenn ich den Tiefpassfilter fürs 30 oder 20 Meter Band einschalte. Also da ist irgendwas nicht richtig verdrahtet, vermute ich. Passend zur Endstufe verfüge ich natürlich auch über die dazugehörige Dokumentation. Ich habe mich auch schon mal an die Fehlersuche gemacht und habe die Endstufe aufgeschraubt und habe mal alles durchgeschaut. Also so, was man hier so sieht, und das zeige ich euch auch noch mal von nahem, ist die Endstufe ordentlich und sauber verdrahtet, ordentlich aufgebaut. Ich kann keine kalte Lötstelle sehen. Es ist kein Draht irgendwo abgerissen oder irgendwas verschmort oder. Und momentan kann ich jetzt so einfach den Fehler leider nicht ausmachen, ne? Wie gesagt, ich habe die Dokumentation hier. Ihr seht es und ja, mal schauen, ob ich den Fehler finde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal, falls ihr den noch nicht abonniert habt, aktiviert die Glocke und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.